Ich wünsche, dass Dr. Chin die Vorbereitung überwacht. Eine Tote ist mehr als genug. Ich will keine weiteren. Na, glauben Sie ich? Was sollten Sie öfter tragen? Wir verfolgen alles über die Monitore. Ich überwache jedes eurer Lebenszeichen. Also, sollte irgendwas passieren, dann komme ich sofort rein, okay? Ich würde es lieber sehen, wenn wir gleich mitgehen. Danke, aber wir sollten die Zahl der Beteiligten so klein wie möglich halten, falls es zu Ausfällen kommt. Nathy, wie sieht's aus? Alles vorbereitet. Dr. Holliday, wenn Sie soweit sind, kann's losgehen. Danke, dann los. Noch alles sehr gut aus. Wir empfangen euch beide klar und deutlich. Ja, Dave? Wann? Ja, danke. Holly, hören Sie mich? Was ist, Mac? Herzog hat schlimme Neuigkeiten vom Krankenhaus. Die Schwester ist tot. Oder wenn jemand einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt, gehen wir sofort wieder raus. Doc, haben Sie irgendeine Idee, womit wir es hier zu tun haben? Ein Glasleck. Möglicherweise eine toxische Substanz, die freigesetzt wurde, ein Virus. Also gehen wir. Hey Mac, wir haben den Strom in der Notaufnahme abgeschaltet. Die Klimaanlage ist abgestellt, damit das Zeug nicht das ganze Haus verpestet. Es wird da drin dunkel sein. Na toll. Gib für alle Taschenlampen aus, Neffi. Alles klar. Sanitäter heißt sie Janice Cole. Sie steckte mitten im Verkehr, als sie diese Krämpfe bekam. Mehr wissen wir noch nicht. Zu den Behandlungsräumen geht's hier lang. Die Luft scheint sauber zu sein. Keine Anzeichen von Kontaminierung durch irgendwelche Stoffe. Kein Gasleck. Keine ungewöhnliche Hautfärbung. Kein Hautausschlag. Keine sichtbaren Prellungen. Auch keine äußeren Blutungen. Was ist mit den Augen und Ohren? Normal. Handflächen. Fußsohlen. Unauffällig. Also, was meinen Sie? Es gibt keine sichtbaren Hinweise, woran sie gestorben ist. Ich würde empfehlen, die Leiche in einem versiegelten Behälter an einen abgeschirmten Ort zu bringen. Anschließend muss ein Expertenteam vom Gesundheitsamt hier alles gründlich säubern. Die Zuleitung für Gase und die Klimaschächte überprüfen. Da gebe ich Ihnen recht. Was immer das sein mag, ich bezweifle, dass es aus der Umwelt kam. Es ging von ihr aus.